Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das ist mein, glaube ich, zweites Video hier auf meinem Kanal von BeamerG. Deswegen lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und los geht's wie immer nach dem Intro. So, der Anfang macht dieser, ich nenne es jetzt mal No-Skin-Auto, weil es ja das eigentlich das Anfangsauto ist. Die sehen auch so komisch aus von innen. Sprung! Oh, was passiert? Was passiert? Ungefähr 280, 285 Meter. Und, und? Oh, der ist so broken. Das nächste Auto ist dieses, weiß ich selbst nicht. Also schreibt es bitte mal in die Kommentare. Also ich kenne mich sehr gut mit Autos ab. Aber was das ist, das weiß ich nicht. Soll das ein Ferrari sein? Soll das ein Königsegg sein? Soll das ein Lambo sein? Oder soll das hier von hinten ein bisschen so i8, BMW i8 sein? Okay, ich werde hier direkt einmal Vollgas geben. Ja, er hat sich gut gefangen. Die Ego-Perspektive sieht auch so geil aus. Nur wird uns die Ego jetzt nichts bringen. Oh, der geht weit, der geht jetzt schon. 490. Und das war die einfachste Version. Der ist broken, würde ich sagen. Aber den gibt es auch noch in der harten Version, also in der Drag. Ich versuche erstmal hier die Drag-Version. Der war unkontrollierbar und danach versuche ich nochmal dieses Vision Car, also Vision Car. Hier. Junge, der übertreibt, der übertreibt. Oh, nicht ausbrechen, bitte. Der ist voll gut zu kontrollieren. Ne? Okay. What the heck? Junge, das waren doch so 400. Was? Ist das? Da ist ja nix. Also wirklich, da ist nix. Also ich steige mal hier aus dem Auto raus. Junge, da fehlt ja alles. Also ich glaube, das ist für heute ja schon der Rekord. Junge, sieht das Ding krass aus. Ich weiß nicht, wie viel Carbon die da reingesteckt haben. Auch von innen. Wirklich, wenn Leute sowas bauen, also ist jetzt was vom Spiel, aber wenn Leute sowas bauen, weil das habe ich auch schon gesehen, Respekt einfach nur. Schön in der Ego-Perspektive. Viel Downforce. Oh, was war das jetzt? So 300, glaube ich. Aua. Okay, der ist Schrott. Nächstes Auto ist ein. Soll das Lamborghini Muclante oder ein Diablo sein? Weiß ich gar nicht. Sound ist jetzt nicht so geil. Aber der geht. 180 Miles per Hour. Junge, der geht ja richtig. Und A445, würde ich sagen. Ah, der ist ja auch platt wie eine Flunder. Also. Safe in der Ego. Ja, da sieht man nicht mehr viel. Nächstes Auto ist ein Chevrolet. Ist das ein Chevy? Also so ein aus den 80ern. Glaub schon. Auf jeden Fall, der ist richtig schnell. Oh, Junge, übertreib doch. Sorry, Digga. Da wäre gerade wieder fast ausgebrochen. Junge, fliegt der gut. Alter, fliegt der gut.
aber nicht so weit wie der Rav Kosa. Und er ist wieder komplett zerfetzt. Junge, da ist ja nichts mehr übrig. So, nächstes Auto ist so ein kleines, ja, Ready-Auto. So ein Auto, was bei der Dakar fährt. Auch wirklich, ich glaube, der wird das komplett überleben. Also, ich weiß nicht, ob da wirklich was kaputt gehen wird. Ich glaube, den kann ich... Motor geht schon kaputt. Motor ist am Lammel. Junge, was ist das? Junge, wie fliegt der denn? Kann ich ihn? Bremsen. Junge, ja, einbauen frei, Digga. Der fährt ja noch, ja, besser als alles andere. Der fährt noch übelst gut. Nächstes Auto ist ein, weiß ich nicht. Also, ich glaube auch wieder so ein komplett überpowertes Rallye-Auto. Aber ich hoffe mal, der fliegt etwas weiter. Also, den habe ich einmal bei so einer Sprung-Challenge schon ausprobiert. Also, die ich mir selbst ausgedacht habe. Da habe ich einfach ein paar Autos gespawnt. Und musste dann da drüber springen. Ja. Und. Fang dich. Junge, der ist 100% broken. Dreh dich bitte. Okay, ich würde mal sagen, dem geht's doch noch einigermaßen gut. Das nächste Auto, also ich weiß nicht, ob man das Auto nennen kann, sondern ein Powerbus, also der heißt Hero Bus. What the heck? Junge, die sind ja völlig überpowered. Also ich kenne ja BMG schon gut, aber das ist schon nice. Junge, der geht hier. Hä? Der wird so hart überpowered gehen. Hallo? Der Typ, der da vorne drin sitzt. Junge, der wird alles fetzen. Alter! Der ist ja komplett... Kleiner Sprung. Slow Motion. Ja, okay, das ist aber jetzt eigentlich nicht das, was ich zeigen wollte. Sondern Gravitation umstellen. Also ihr wisst das bestimmt schon, aber ich finde es einfach geil. So, jetzt habe ich das umgestellt. So. Hier. So, jetzt habe ich kurz gestoppt. Sun. Was? What the heck? Was? Warte kurz. Ja, moin. Warte, ich will mal versuchen. Negative Erde? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Junge, also niemals mit einer Rakete auf der Sonne landen. Uns passiert hier sowas Schönes. Junge, der geht ja völlig ab. Helikopter.
mal. Hui. Aua. Fang dich, fang dich. Nochmal. Jetzt Vollgas. Wie weit wird er springen? Ah, der hat eine ganz böse Flugkurve. Aua. 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 Rest in peace an den Typen, der drin war. Und das war's dann heute auch mit dieser Folge. Also, wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, wenn wir hier wieder ein paar Autos auf der Mega-Rampe zerstören, dann lasst unbedingt ein Abo da und einen Like. Und aktiviert auch die Glocke. Bis dann. Ciao, ciao.